Der Streit über die NSA-Affäre ist heute im britischen Parlament ausgetragen worden. Vor dem Innenausschuss musste Alan Rusbridger aussagen, Chefredakteur des Guardian, der mehrfach Material des früheren US-Geheimdienstmitarbeiters Snowden veröffentlicht hatte. Rusbridger verwahrte sich gegen den Vorwurf, die nationale Sicherheit zu gefährden. Bisher sei nur ein Bruchteil enthüllt und es sei genau darauf geachtet worden, niemanden in Gefahr zu bringen. Das hat es so noch nicht gegeben auf der Insel, dass sich ein Chefredakteur vor einem Parlamentsausschuss rechtfertigen muss. Der Chef des Guardian, Alan Rusbridge, aber war wild entschlossen, heute seine Position zu verteidigen. Sehen Sie ein, dass Sie unser Land beschädigt haben? Nein, denn Ihre Anschuldigungen bleiben immer sehr vage. Sie haben keinen einzigen Beleg dafür. Wir haben zum Beispiel nie einen einzigen Namen genannt. Und wir haben auch weiter die volle Kontrolle über das Material. Cameron selbst hatte dem Guardian erst kürzlich offen mit juristischen Schritten gedroht, sollte er weiter über das Snowden-Material berichten. Alan Rusbridge aber ging heute zum Gegenangriff über, brach eine Lanze für die Pressefreiheit. Wir müssen weiter über den Datenskandal berichten und wir werden uns nicht einschüchtern lassen. Die Berichterstattung des Guardian sei zentral für eine Demokratie. Dabei blieb er, die Regierungspartei blieb bei ihrer Haltung. Informationen über die Geheimdienste und deren Mitarbeiter zu veröffentlichen, ist strafbar in diesem Land. Und das haben sie getan, das Recht gebrochen. So unbeeindruckt Alan Rusbridger sich heute auch gab und so gut seine Argumente waren, der politische Druck auf den Guardian ist immens zurzeit. Dass die Pressefreiheit in Großbritannien nirgendwo rechtlich verbrieft ist, rächt sich jetzt. In keinem anderen demokratischen Land wäre eine solche Kampagne gegen eine renommierte Zeitung denkbar, schon gar nicht im Auftrag der Regierung.